Hallihallo, liebe Leute! Herzlich willkommen, sage ich euch einmal hier, zur nächsten Folge von Assassin's Creed 3 Remastered. Wir sind gerade in diesem Dörfchen. Wir haben die Jagdlektionen in der letzten Folge beendet. Und schauen mal, wo es und wie es weitergeht. Schauen wir mal, da muss ich hin. Das ist auf jeden Fall wichtig. Okay. Ein denkwürdiges Erlebnis, wenn wir die Mission starten. Leute. So, da müssen wir auf jeden Fall jetzt einmal her. Was haben wir da? Alter, also ich weiß, du fragst dich, warum wir diese Weide nicht verlassen. Warum wir nicht mit den anderen Kanien Hekakain den Krieg ziehen. Heute Nacht wirst du Antworten bekommen. Unser Dorf liegt auf heiligem Boden und es ist unsere Pflicht, vor allen anderen Dingen, es vor dem Rest der Welt zu verstecken. Auch wenn wir dadurch zulassen, dass unsere Feinde stärker werden, wir sind in einer schwierigen Lage. Wir sitzen zwischen den Notwendigkeiten zu handeln, und dem Wissen, welche Gefahr das bringt. Aha. Was ist so wichtig, dass wir uns selbst einsperren? Eine Kugel? Was ist das? Eine Tür. Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Der deine. Der deine, ah, okay. Na, bitte, Leute. Kollisionen in der Luft vermeiden. Folge mir. Ah, ich muss diesen folgen, diesen komischen Dings da. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, der du ihm das letzte Stück bringst, auf dass er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Ah, das ist nicht viel leicht. Wichtiger, als du je wissen wirst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Sind wir ein Adler? Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten,
die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Kurzzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Oh, Leute, das ist gar nicht so einfach. Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich beinahe ausrichten wird. Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen ist zu schnell. Ein Deckel. Leute! Das ist ja gar nicht so einfach. Mission beendet aber. Ja, volle Synchronisation haben wir aber sogar. Leute. Ja, okay, was weiß ich, hab mir gedacht, ich bin jetzt da irgendwie gestorben oder so. Ja. Schauen wir mal weiter. Wo hast du dieses Symbol gesehen? Der Geist zeigt es mir. Sie sagte, ich würde einen Mann treffen, der mir den weiteren Weg zeigen wird. Die Männer von jenseits des Tals werden zurückkehren. Ich wusste das schon lange. Und du auch wenn du es lieber ignoriert hast. Wir haben geschworen, diesen Ort zu beschützen. Doch du hast auch recht. Die Welt ändert sich und wir können uns nicht ewig verstecken. Ich werde nicht hier sitzen und auf das Ende warten. Dann gebe ich dich frei. Du darfst gehen. Warum hast du deine Meinung geändert? Weil ich deinen nicht ändern konnte. Nimm dies. An einem Ort im Osten wirst du finden, was du suchst. Dort habe ich dieses Symbol gesehen. Es wurde von einem Mann getragen, der dir sicher helfen wird, denn er half auch einst deiner Mutter. Ich danke dir. Ja, oh Leute, er ist befreit von diesem Stamm, das heißt, er ist frei. Du hast ein edles Herz, doch ich fürchte, du erwartest zu viel. Geh, suche dein Symbol. Finde deinen Weg. Na, mach mal. Machen wir, Leute. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 4 beendet, Leute. Super. Abgeschlossen. Verdiener Units. Ah, okay, das ist von Ubisoft, was? So, Leute, yeah, ich drehe mich im Kreis. Fortzugehen war schwerer als erwartet. Achso. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer mich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen, okay, und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles.
Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Okay. Gut, schauen wir mal. Gehen wir weiter. Da ist nichts. Ja, dann sollte ich ja auch nicht hier rüber charmieren. Okay. Ja, so, da sind wir jetzt. Oh, ein Tiger, Leute. Bögen. Leute. Ah, der war mal. Puma in Kaninien K entdeckt. Super, Leute, super. Kann ich ja doch schießen, Leute. Häuten. Häuten. Wir häuten. Nicht morgen, sondern häuten. Haha, lustig. Ah, was der. So. Gut, da haben wir die Karte. Da sind wir, Connor. Connor? Nein, da drüben sind wir. Schnellreise, wo sind wir da? Siedlung? Okay, da sind wir. Da sind wir. Hinkebeinsklunker. Wie ist denn der Connor? Heißen wir Connor? Ja, keine Ahnung, Leute. Ja, schauen wir mal herum hier. Wir werden natürlich da schauen, dass wir da einmal hinscharmieren. Uah. So, wie geht's da weiter auf der Leiter? So, schauen wir mal hier. Nein, da geht's nicht weiter. Ah, okay. Jawohl. Ah, super. Da müssen wir wieder klettern. Wir sind ja ein Affe, liebe Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, da ist ein Klunker. Oder irgendwas so ein Klunker-Ding. Okay. Da ist ein Baum. Ein Baum. Was macht hier ein Baum? Bogen ziehen. Okay. Da ist ja diese, wenn ihr auf die Karte schaut, ist ja da so ein Pokal oder so. Was ist denn das da? Okay. Ja, da ist ja gar nichts, Leute. Ja, also da ist jetzt überhaupt nichts. Ja, ist ja egal. Schauen wir weiter. Wow. Wow. So, wartet mal. So, und jetzt da haben wir, wie gesagt, die Karte hier. Logbuch. Sammelbares. Missionstypen. Warte mal, ein paar Federn. Sammelbares. Missionstypen hätte ich gerne mal.
Logbuch. Okay. Ja, also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hin muss, Leute. Aber das werden wir gleich herausfinden. Jetzt bin ich da oben. Wo muss ich hin? Jetzt habe ich gar keine Mission im Moment. Okay. Hä? Leute, Leute. Okay, achso, darüber muss ich. Haha. Das ist natürlich klar. Wow. Irgendwie schauen, dass ich darüber komme. Zack. So. Ja, da kann ich nirgends hin. Wie komme ich denn darüber, Leute? Wo muss ich da hin? Ich schaue mal auf die Karte. Wir müssen in die Siedlung. Schlägerherausforderungen. Wo haben wir da Herausforderungen, Leute? Schläger von Boston. Boston, alle Aufgaben beenden, um in den Rängen der Schläger von Boston aufzusteigen. Harold Ringe der alten Brauerei in Boston treffen. 5 Gegner entwaffnen. Innerhalb von 10 Sekunden 5 Gegner eliminieren, die von einer Rauchbombe beeinträchtigt sind. Okay. Leute. Sammelbare Jagdgesellschaft, was ist das? Alle diese Aufgaben abschließen, um in der Jagdgesellschaft aufzusteigen. Ah, da haben wir gewisse Aufgaben, Leute, die wir drei nach beenden können. Ah! Nö. Aha. Jawohl, hat getroffen, Leute. Heute. Boah, da haben wir viele Aufgaben jetzt, Leute. Ah, das ist eine Wirrwarr hier. Müssen wir ins Dörfchen gehen? Über die Brücke, betreten des Jagdreviers. Aha. Wer seid ihr? Hat eine Aufgabe für uns, ne? Halt! Handeln. Oh, Leute. Kaufen wir mal was. Verbrauchsmaterial. Pfeile. Wie viel habe ich eigentlich? Wie viel Geld? Da steht ja gar nicht da. Fallen? Köder. Nicht genug Geld. Ich habe nichts. Ich habe gar kein Geld, Leute. Ich habe kein Geld, Leute. Ach Gott, Leute. Das ist natürlich ganz bitter. Kann ich nicht einmal handeln. Jetzt haben wir einen Händler unterwegs entdeckt. Gehen wir mal weiter. Ich mag diesen Ort. Finde ich cool. Gibt es da irgendwas zum Jagen?
Da drüben ist irgendein Tier. Oh, da ist jemand. Den lasse ich mal lieber in Ruhe. So, der ist erledigt. Aber ich möchte zu ihm runtergehen, ich möchte ihn looten. Oh, Leute! Plündern. 12! Aber ich werde trotzdem den Bogen nehmen. Nein, ich nehme den Bogen, Leute! Ich will diese Waffe nicht. Da brauche ich auch diese Waffe nicht. Ich schieße lieber mit dem Bogen, Leute. Okay, da komme ich nicht drauf. Aber es war blöd, dass ich da runtergesprungen bin, Leute. Jetzt habe ich große Probleme. Da muss ich halt wieder hier rauf. Muss ich irgendwie schauen, dass ich wieder raufkomme. Zack. Zack, zack, zack. Okay. Ja, diese Kletterei da und. So. Dürfte ich wieder oben sein normalerweise. Normalerweise. So, jawohl, da bin ich wieder oben. Haha, ich bin wieder oben, Leute. Ja, das war's aber mit dieser Folge. Ich werde mal saven. Und werde dann in der nächsten Folge weitergehen. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Diese Folge. In dieser Folge, ja. Gutes Deutsch, heißt die. So. Da haben wir noch etwas. Was haben wir hier? Wo ist da was? Oh, Leute! Schaut euch das an! Bah, komm! Zack! Und der war... Jawohl, Leute! Ist da noch einer? Häuten. Oh, da haben wir eine ganz große Jagdbeute, Leute. Sehr gut. Wapiti-Fell. Wapiti-Geweih. Oh, Wapiti. Keine Ahnung, Leute. Da ist noch einer. Da hinten. Ich jage, was das Zeug hält, Leute. Na sicher! Das ist doch klar! Wo ist denn der hin? Leute, wo ist der hin?
muss doch irgendwo da sein, oder? Ja, egal. Ist ja wurscht. Ist egal, Leute. Was ist denn das eigentlich auf der Karte? Schnellreise. Schnellreisemarkierung setzen, okay. Ich bin ja gleich hier in diesem Dörfchen, Leute. Schaut mal. Aber das und mehr in der nächsten Folge, liebe Leute. Bleib stehen! Geh mir aus dem Weg! Ihm nach! Was ist da jetzt? Das und mehr in der nächsten Folge, Leute. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich würde mal vorschlagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich beende diese Folge jetzt, sonst wird sie wieder überlang. Lasst mir bitte ein Like da, abonniert mich. Bitte, 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 das wäre ganz sensationell. Und ich sage wie immer, Game over und ciao.